Moin und willkommen zurück zu einer neuen Runde Scum. Ja, letzte Mal haben wir uns ja Gott sei Dank wieder zu Hause ausgelockt. Das ist ja nochmal gut gegangen. Ich freue mich natürlich wieder, dass ihr dabei seid und hoffe, wir kriegen heute irgendein Abenteuer noch hin. Aber als erstes, ich sehe es gerade oder habe es gerade geguckt. Wir haben es 2.44 Uhr, dauert ein bisschen, bis es hell wird. Deshalb gucken wir jetzt erstmal ein Nachtsichtgerät da. Aber ich glaube, wir hatten keine Batterie drin. Ne? Aber wir müssten, glaube ich, da ist noch eine, keine Ahnung. Ach Quatsch, ui. Ja. Ich hoffe einfach mal, das Ding. Ja, hat jetzt funktioniert. Wunderbar. Natürlich fängt es jetzt an zu regnen. Wir brauchen 7, 14, 28 Schrott. Hatten wir überhaupt irgendwo Schrott? Und wenn ja, wie viel? Ah, da. 28 hatte ich gesagt, brauche ich. Als erstes vielleicht das mal hier alles hoch. So. Dann gucken wir jetzt mal. Bisschen 10. So 20. 2. 4. 6. 8. Das haben wir jetzt auch geschafft. Da. 16 Nägel bräuchte ich noch. 16 Nägel, Werkzeugkiste und Blei. Ja. Blei hatten wir gerade hier oben. Nehmen wir mal die Nägel, hatte ich gesagt, 16. Na toll, ich habe hier irgendwie nur Bolzen oder so. Das ist, übrigens auch noch ein Nachtsichtgerät gewesen. Da. Reicht aber nicht aus. So, eigentlich mal kurz hier nutzen, öffnen. Alles essen. Dann würde ich sagen, nehmen wir gleich auf jeden Fall den Dosenöffner mit für unterwegs. Oh, Gott. So, nun komm, mach ihn hier. So. Dann, ich brauche immer noch einen Nagel. Das war die Schrottkiste. Ist hier noch ein Nagel drin? Nagel, Nagel, Nagel. Da ist noch einer, wunderbar. So. Aber achso, ich hätte die vielleicht mal einsammeln sollen, ne? So, dann brauchen wir noch eine Werkzeugkiste. Nehmen einfach mal eine große mit. Dann hauen wir jetzt mal alles hier rein. Ja. Hit. Ich glaube, ich habe ein wenig Nägel rausgeholt. Es läuft. Brauche nochmal 4. Ich nicht. Keine Ahnung. Da ist übrigens auch noch ein Akku gewesen. Da.
4. So. Ja, ich muss dringend auch noch mal sortieren. Ich weiß. Nee, Schrott nicht. Hier auch eine Jacke oder sowas. Geh mal die an. So, ausrüsten. Habe ich die jetzt an? Ja. So. Hervorragend. Ich mache jetzt mal kurz. So, die kommen doch als erstes rein. Eine Autokiste. Aber ich würde sagen, die ziehen wir erst einmal hier mit rüber. So. Da hauen wir jetzt auch erstmal ein Schloss rein. Dann würde ich nämlich ansagen, sagen, wir nehmen damit rein. So. Zumindest schon mal die Verbände. Das Zeug kann hier rein. Das bleibt hier, das geht gleich. Achso, das kann übrigens in irgendeine Kiste gleich. Das kann erstmal hier bleiben. Das kann auch hier wieder rüber. Ist nämlich. Ja, sorry, Flosch im Hals. Das geht hier rein. So, das ist alles soweit repariert. Naja. So, dann nehmen wir noch mit. Vielleicht eine Schrotze, die könnte da vielleicht rein. So. Ein bisschen was an Proviant für unterwegs. Ein Messer. Einmal ein Schwert. Ja, das Essen könnte definitiv auch mal hier rüber. Ich würde aber auch ernsthaft sagen, warte mal, wie weit sind wir hier? Stoffwechsel, Thunfisch, okay. Wir essen mal eine Banane. So. Die hatte ich gerade. Naja. Die geht auch mal ins Auto. So. Die Autobatterie dürfte, ich hoffe, die ist auch noch voll. Ne, die ist natürlich leer, super. Diesen Dreck, dann hauen wir die doch mal. Ja, wo habe ich sie denn da? Dann geht die direkt mal hier in das Ladeding. Weil kein Sprit drin. Es ist das reinste Chaos. Ich sage, wir müssen ja unbedingt mal irgendwann bei Gelegenheit, sollten wir mal ein wenig nachladen, nee, nicht nachladen, aber warte, die nehmen wir auch mal mit. Würde ich so sagen. MK18. Vielleicht noch ein paar Reservestöpsel. So. Was ist eigentlich mit den Batterien? Die sind wahrscheinlich auch alle mittlerweile wieder leer, ne? Ja, wie immer eigentlich. Also irgendwie, keine Ahnung. Auch aber gerade Sprit, das wäre mal so ganz toll. Kleidung, brauche ich Kleidung? Ne, unterwegs eigentlich nicht. Wasser. Das ist der Schrott. Das ist das Verkaufgedöns. Jo, Wahnsinn.
Wir haben aber noch kein M16 Magazin, so wie es aussieht. Oder ich finde gerade mal wieder keins, wie immer. Das ist die Kiste. Das ist die. Das ist meine Autokiste. Wunderschön. Das ist Kochkiste. Das ist, ja. Das ist, wir haben keine Spritkiste. Ich weiß nicht. Autokiste. Ich würde sagen, die hauen wir jetzt erstmal als erstes rein, ne? Oder wir gucken erstmal im Auto. Halt. Die soll ja auch noch in die Autokiste. Und die sollten eigentlich hier rein für die. In die Hände nehmen, das Wasser. Dann haben wir jetzt hier Small Electric, genau, okay. Hatten wir da eigentlich schon, ne? Wir hatten hier noch gar nicht gelootet, das ist ja auch immer schön. Ewig Streichhölzer, jawohl, ja. Und ein Feuerzeug. Ne, brauche ich jetzt aber auch nicht. So, warte mal, jetzt muss ich gucken. Es soll auf jeden Fall auch alles in die Autokiste. Spritkanister lasse ich, glaube ich, hier unten. Es ist mir gerade egal. So, dann würde ich sagen. Oh Gott. Ist noch in die Autokiste? Es kommt mal hier in den Rucksack. Das kann in die Autokiste. Das sollte in die Autokiste, genau. Für den Fall, dass wir demnächst mal kein Nähzeug bei haben. Das hier soll in die Autokiste. Da ist übrigens, ach, ja. Das Ding überhaupt noch voll? Natürlich nicht. Dann können wir das direkt mit da reinpacken. Auch empty. Natürlich empty. Das ist das, das, das. Das haben wir da mit rein. Dann sind wir bei 500 und. Ja, ich glaube, ich lasse das mal ganz unten. So, warte, das dahin. Ich würde sagen, den Rest hauen wir einfach mal jetzt in irgendeine improvisierte Kiste. Halt, warte, das da ist leer. War doch in die zweite, oder? Ja. Das da erstmal ins Auto. Das passt nicht rein. Jede. Na, in die mittlere, okay. Ja, das ist auch alles nicht so, wie es sein sollte. Ist leer, okay, in die mittlere. Dann packen wir jetzt gerade mal wirklich alles in die mittlere. So. Da ist übrigens auch eine Jacke. Und das haben wir jetzt erstmal alles, wie gesagt, in die mittlere Kiste und dann sollte das schon funktionieren. So. die Bettrolle kann eigentlich mal eben kurz hier bleiben. Das können wir mit da reinschmeißen. Das geht darüber. Das lasse ich mal hier. Das geht dahin. So. Das Problem ist gerade echt, ich muss gucken. Ach, Scheiße. Aber was haben wir denn hier alles drin? Oh ja, jede Menge gelootetes Zeug. Und überhaupt, das heißt, das muss auch noch in die mittlere. Ach, Quatsch, Auto.
Dies kommt hier hin, das kommt nach ganz unten, das kann dann ganz hoch. Okay, das Ding muss noch darüber, dann hauen wir das da rein. Das geht da rein, das geht da rein und das müsste die sein, ja. Die ist schon fast wieder voll, das ist nicht so clever, aber okay. Na Quatsch. Doch. Da hat sie doch draußen gelassen, so. Dann ziehen wir die nochmal da hoch, die hier rein. Wunderbar, passt alles. Rest packen wir mal hier rein, weil wegen ist leer. Oh, ja. Der ist übrigens auch leer, das bringt mir gar nichts. Müssen wir dann bei Gelegenheit auch mal füllen, so. Dann nehmen wir den noch in die Hände. Dann würde ich sagen, ja, bei Essen kochen vielleicht nicht unbedingt. Da könnte man noch einen Spritkanister mit reinpacken. So, erstmal übergangsweise. Ja, bei mir ist irgendwie gefühlt immer noch alles irgendwie übergangsweise. Das ist scheiße. Warte mal, wenn das Ding da hinkommt, die da hoch, dann passt die noch rein. Sehr schön. Und die passt gar nicht rein. Ich glaube, wir brauchten die, ne? Den brauchten wir natürlich nicht. Wir brauchten natürlich die andere. So, super toll. So, dann lass uns noch mal gucken. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir die einfach raus, schmeißen die noch mit rein. Ah, wunderbar. Dann ist das Ding überhaupt an? Ne, ich glaube nicht, aber da könnte eigentlich jetzt die Batterie rein. Reparieren. Warte mal kurz. Die ist eigentlich... Die ist empty. Die scheint noch was voll zu sein. Dann halten wir die doch mal hier. So, da habe ich übrigens auch ein Nachtsichtgerät. Oh Gott, ernsthaft, was mache ich eigentlich hier für einen Kack? Das ist... Na, egal. Wenn man zu viele Nachtsichtgeräte hat, verliert man den Überblick. Ich sehe es immer wieder. So. Ist eben nein. Ich würde sagen... Ja, dazu. Das wollte ich aber auch gerade gar nicht. Ich wollte gucken. Was so genau, die Bettrolle könnte wieder ins Auto. Wir haben jetzt fast 20 Minuten nur mit, ja, mit Sortieren verbracht. Das ist nicht so toll. Das Ding kann hier runter. Den Schlüpper brauche ich gerade nicht. Das Ding können wir damit hinschmeißen. Wir hatten hier noch irgendwo ein Nachtsichtgerät da. So, dann würde ich sagen, ja, machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg. Puh, keine Ahnung wohin. Vielleicht noch Teile suchen oder so. Keine Ahnung, warum es nicht in die Null geht. Hallo? Hey. Jetzt sag mir nicht, das ist innerhalb von, weiß ich nicht, einem Tag leer, denn kriege ich aber einen Affen hier. Es ist doch... ernsthaft. Ne, der ist noch da drin. Das ist schön. So, dann jetzt da. Ja, super. Der piept und macht trotzdem nichts. Och, ey, das ist doch echt nicht mehr lustig hier. Warte mal, ich muss mal gucken, kriegt man den repariert?
Weil der scheint nämlich sonst auch bald kaputt zu gehen. Ja, schön, das mit dem Reparieren. Die Frage kann ich mir dann stellen, wenn ich wieder mal ein Teil. Da ist doch was, warte mal so. Nee, dies geht nicht. Ach Quatsch, doch. Das geht nicht reparieren. Geht das hiermit vielleicht? Das Ding kann man nicht reparieren. Okay, wir gucken mal hier. Das Ding ist empty, okay. Ja, das läuft. Nämlich ja nicht. Und wenn und so, ne? Shit, so. Achso, das Ding ist gar nicht an. Ja. 50 Watt ist es auch an, oder? Ja, ist an. Dann können wir ja eigentlich noch den hier anmachen. Den anmachen. Und den anmachen. Dann müsste doch eigentlich gehen, oder? Ja, guck mal, sind wir bei 450 Watt, das geht. Haben wir irgendwo hier noch eine Batterie, einen Akku? Keine Ahnung, was das ist. Doch, ey, das ist so. Da drin, nein, da drin vielleicht. Hier ist nichts. Ich hatte doch hier eben vorhin irgendwo mal so ein Ding drin. Das ist doch nicht wahr. Ja, warte, warte, warte. So, jetzt noch mal gucken. Wunderbar, jetzt geht. Das ist doch mal schick. Dann können wir doch jetzt einfach mal, würde ich sagen, wird langsam hell, ich sehe es. Okay, wir sollten vielleicht auch mal ein bisschen, oh Mann, nee, ne? So, ich guck gerade, wo wir hin könnten. Ja, fährt sie immer eh nicht. Aber bringt ja alles nichts, sorry Leute. Aber wir brauchen das Gedöns ja hier auch zum Überleben, gesund essen und überhaupt. Ja. So. Den fahren wir jetzt einfach mal gucken hier. So, der. Dann durchsuchen. Wunderbar. Ich würde nämlich sagen, dann ja, wir haben ja Gott sei Dank nicht so viel Zeug gepflanzt, immer nur drei. Es sollte eigentlich jetzt schnell gehen. Okay, die Wassermelone geht natürlich jetzt nie so schnell. Scheiße. Aber die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ernte, Wassermelone, wo haben wir sie? Da nicht. Eins, zwei, wo ist denn die dritte da? Drei. Super schön. Nein, 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 ach Quatsch. Durchsuchen. Eins, zwei. Und auch nochmal eins in die Hände nehmen. Zwei, so. Eins, zwei, drei. Die würde ich sagen, lassen wir mal da drin. Die nehmen wir nachher mit ins Auto. Dann. Na gut, holt schon wieder her.
Ich sag ja, wie das. Nein, Quatsch, das Ding da lang. Oh Gott, das kann nicht gut gehen. Es ist mir zu viel Kohl. Den können wir. Haben wir denn noch da? Da ist noch Platz in der Hosentasche. Der hat sich einen Kohl in die Hosentasche gesteckt. Das möchte ich sehen. Aber egal. Darum geht es auch gar nicht. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das passt. Ich würde sagen, wir hauen jetzt direkt schon mal. Der Kohl passt da, die Wassermelone nicht unbedingt. Nee. Ich glaube, wir packen das mal damit rein. Also zumindest so ein bisschen. Oh Gott. Ja, die Kiste muss ich bei Gelegenheit mal sortieren. So. Hier kommt die Wassermelone noch rein. Und da sollte auf jeden Fall auch noch ein Schloss rein. Ach, da ist ein Schloss drin im Auto. Okay. Dann gucken wir. Aber es wird jetzt wenigstens hell. Toll. Dann nehmen wir jetzt die ganzen Kartoffeln mit. Oh Gott, oder nicht unbedingt alle, aber ein Teil zumindest. Glaube ich, hoffe ich, weiß ich noch nicht. So. Drei. 5. Da. Spitznaht. Das ist auf jeden Fall mal ein bisschen Vorteil hier. So, durchsuchen Möhre. Sag mal. Du sollst nicht gießen, du sollst sie eigentlich durchsuchen. Mann. So. Ach, da oben hat er die andere hingeschmissen, weil er schon wieder das Wassergedöns genommen hat. So, dann würde ich sagen, Ernte geht ja wie gesagt schnell. Ich würde von jedem jetzt wirklich mal so Kartoffeln. Wo sind die Kartoffeln? Ja, brauche ich eigentlich nicht. Ich würde sagen, können wir die hier unten reinkloppen. Oben ist die alte Ernte, hier unten ist die neue Ernte. So, keine Ahnung. Dann hauen wir 1, 2, 3 mit rüber. 1, 2, 3. Geht der Spinat erstmal hier rein. So, durchsuchen. Oh ja, Mais habe ich mehr, als ich gerade gedacht habe, aber okay. Superfood, Mais, seht, das läuft so. Mais hauen wir mal direkt hinterher. Weil ich glaube, das haben wir jetzt auch mehr als genug gerade. So. Ich denke mal, die sollten reichen, die drei erstmal. Da hatte ich doch schon durchsucht, ne? Ja. Das hatten wir alles schon, dann gucken wir jetzt nochmal hier durch. Nein, nicht Flüssigkeiten durchsuchen. So, eine Melone. Oh Gott, 4 Melonen. Und noch eine, okay. Dann haben wir hier Gurken. Noch mehr Gurken. Und nochmal Gurken. Und dann sind wir auch schon fertig. Und dann geht es jetzt eigentlich, ja, keine Ahnung, wohin weiter. Ja, ich muss gerade echt sagen, ich habe heute irgendwie nicht wirklich den Plan. Aber ich würde sagen, wir nehmen das Zeug einfach so mit. So. So, wir hauen uns jetzt hier hin. Nehmen uns die Autokiste zum
Oh Gott, ich muss die auf jeden Fall irgendwann sortieren. Das geht nicht anders, aber okay. Im Moment machen wir das jetzt nochmal so. 5. Hier kommt demnächst einfach mal alles rein, was wir vielleicht unterwegs brauchen. Wie zum Beispiel vielleicht auch ein paar Batterien. Batterien, um. Genau. Und Autos oder so zu finden. Ja, doch mitzunehmen. Und ansonsten müssen wir halt, wie gesagt, gucken. Und ich will ja jetzt natürlich auch nicht immer zu viel von dem ungesunden Zeug hier futtern, weil das habe ich jetzt gemerkt, es geht hier voll aufs Gewicht und voll auf Ausdauer und keine Ahnung. Und vor allen Dingen, es haut hier die Geschicklichkeit und so runter. Und irgendwann geht's Autofahren nicht mehr hoch. Habe ich jetzt alles schon gehabt. Deshalb, ja. Machen wir heute so eine kleine Loot-Tour und gucken einfach mal. Warte. Eigentlich möchte ich gerne während der Autofahrt eine rauchen, so deshalb musste ich jetzt gerade mal ein wenig umdisponieren. Also ich kann euch sagen, zumindest mal, wenn ihr gegen die Schilder brettert oder so, ich habe es schon geschafft, ein Auto von 100 auf 8% und von 100 auf 12% runter zu brettern. Es ist Wahnsinn. Also da muss man echt aufpassen. Und da ich jetzt schon hier 11% runter habe vom Auto, wäre, glaube ich, im nächsten Schildkracher nicht wirklich, ja, überlebensfähig oder so. So, wow. Nein, hier bin ich doch komplett falsch. Wir müssen da lang. Immer das falsche Fahren. Es ist doch, ja. Ich sage ja, die Städte hier in der Nähe sind eigentlich alle irgendwie immer schon gelootet. Gut, jetzt um die Uhrzeit vielleicht noch nicht wirklich. Uah. So, dann gucken wir auf jeden Fall mal hier rein.
Na super. So. Okay, anscheinend haben wir doch ein paar Zombies beim ersten Mal umgefahren und getroffen, dass sie liegen bleiben. Das ist schön. Dann würde ich nämlich sagen, gehen wir jetzt mal kurz gucken hier. Ach, mach doch die Tür hier zu. So. Dann, ja, scheint aber leer zu sein. Ich würde mal fast behaupten, hier war schon einer, hat nur das Zeug drin gelassen, was er nicht braucht vielleicht. Nee, sieht nicht so aus. Ein Schraubendreher würde keiner drin lassen. Dann ist heute einfach hier schlecht Loot-Time. Keine Ahnung, da ist schlechter Loot drin. Jetzt ist doch nicht wahr. So, und dann laufen mir die Zombies auch noch immer so vors Auto. Ja, da ist ein Reifen-Reparaturset drin. So. Da liegt Leica Frontlichter, die könnten wir eigentlich mal mitnehmen. Mal gucken, was die so an Geld bringen. Vielleicht kann man die ja gut verkaufen. Genau, und ich glaube, wir machen einfach mal. Wir haben nur. Ich wollte gerade sagen, warum haben wir nur 3 Kisten mit? Aber nein, es sind 4. Okay. Die hier würde ich mal sagen, geben wir mal einen Namen ein, Verkauf oder so. Ja, wunderbar. Dann Schluss. Schluss und dann packen wir da immer die Sachen rein, die wir verkaufen wollen. So. Und hier ganz unten war die Lootkiste, glaube ich. Ne? So. Ja, doch, ja doch ist sie. So, wunderbar. Gut, hier ist... Oh, wir können eigentlich joggen nach da oben. Lassen wir das Auto einfach mal hier stehen und laufen ein bisschen zu Fuß, weil dann kriegen wir auch ein bisschen was an Gewicht runter vielleicht. So, warte, ich guck gerade mal, da lag der eine. Aber ich hatte doch hier auch noch einen umgefahren, oder? Der ist schon despawned? Okay. Der ist wirklich schon despawned. Okay, der war anscheinend außer Reichweite von mir oder so. Ich habe keine Ahnung. Dann gehen wir hier mal rein. Ja, ich sage, es ist ja immer das Problem mit den Schraubendrehern. Wir brauchen immer irgendwie Schraubendreher. Das ist... Die droppen leider nie mehr so viel. So. Gummi. Da ist nur so eine Halloween-Maske. Das bringt mich jetzt auch nicht weiter. Hier können wir auch nur das looten. Denn... Bolzen, die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Hier mal gucken, da ist sonst nichts mehr drin. Da liegt eine Schrotze, die brauche ich aber auch nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Das Ding da rein. Weiß ich, ich glaube, hier war tatsächlich schon jemand drin. Oder zumindest noch nicht lang genug her, dass das Zeug despawned ist. Aber das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Weil er hier eigentlich noch so viel Zeug drin ist. Ne, da unten waren wir drin, da waren wir drin. Dann müssen wir nach oben. So.
Und danach, ja, würde ich sagen, fahren wir erstmal weiter und gucken. Irgendwie ist nämlich hier. Handschuhe haben wir da auch. Ja, ich muss gerade so ein bisschen komisch laufen. Ich habe Kaffee getrunken. Ist auch gut, das Kind so wieder war. So, ich weiß wie gesagt noch nicht, wo wir als nächstes hin. Wir könnten vielleicht mal Schrottplatz looten fahren. So. So. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg hier. Halt. Als erstes bleiben wir mal hier stehen, weil ich habe was vergessen. So. Genau. Ich wollte ja eigentlich schnell das Ding hier reparieren. Ja. Nein, 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 nein. Wow. Das reparieren, nicht irgendwas abbauen. So. Dann hauen wir das wieder rein. Dann. Obwohl, warte mal. Können wir doch direkt mal hier rüberschmeißen. Die Nägel brauchen wir natürlich. Das hauen wir hier hin. Das hauen wir hier unten hin. Die untere ist auf jeden Fall jetzt die, die funktioniert. Warum habe ich ein MP5-Magazin mit? Ich habe keine MP5. Das ist. So. Das würde ich sagen, kann auch damit hin. Essen. Ich glaube, ich hatte eh Hunger, oder? Dann essen wir doch einfach mal hier. Stoffwechsel Mais und einmal Kohl. Na, keine Ahnung. So, dann jetzt hier hinein und wir fahren. Da wäre ein Airdrop. Haben wir eigentlich. Ne, wir haben nichts in der Nähe. Das ist. Es ist nicht lustig. So. Übrigens, was noch ratsam ist für alle, die dies noch nicht wissen und vielleicht ziemlich neu im Game sind, wenn ihr euch ausloggt, bleibt nicht in den Autos sitzen, weil wenn ihr Pech habt, kommt ihr ohne die Admins nicht mehr raus. Also wir haben es jetzt hier auf dem Server auch schon ein paar Mal gehabt. Die Leute sind dann unterm oder im Auto gefangen, kommen nicht raus. Durch Springen geht's nicht, durch Hinlegen geht's nicht. Haben wir jetzt ein paar Mal probiert. Das Einzige, was dann wirklich noch hilft, ist, sobald das Spiel lädt oder ihr im Spiel seid, müsst ihr direkt gucken, dass ihr beiseite lauft. Bevor das Auto spawnt. Wenn ihr natürlich einen Rechner habt,
Oh, ja, ich sag mal, beides zusammen spawnt, weil der halt ein bisschen langsamer ist beim Laden, beim Rendern, keine Ahnung was, dann habt ihr schon das Pech, das haben wir nämlich hier im Server, dass man manchmal die Leute aus dem Auto ziehen muss, als Drohne oder Admin oder so. So. Muss gerade mal gucken, mir ist eigentlich auch was anderes eingefallen. Ja, ich glaube, das könnten wir auch mal machen beim nächsten Mal, direkt als erstes Mal. Wäre vielleicht sogar noch interessanter, wie das, was ich jetzt gerade vorhatte. Aber das seht ihr dann in der nächsten Folge. Oh, hier wohnt auch jemand. Ach nee, das hatten wir doch hier. Wo da wohnt jemand. Ja, alles gut. So, dann müssen wir ja bis eigentlich bis Gedeih und Verderb auf der gelben Straße hier bleiben. Aua, ihr seht, was ich meine, ja. Einmal nicht aufgepasst. Das war jetzt ja nicht so geplant. Auto hat noch 33%, haben wir eigentlich noch Glück gehabt. Es ist nicht so wirklich witzig manchmal. Das ist, oh Gott. So, was haben wir denn? Wir haben noch, okay. Und dann. So. Gott, ist das ein Shit, ey, echt. So, schnell beiseite weg. Ja, das war halt nicht so geplant, aber als ich jetzt gerade Schilder geguckt habe, wow. Wow. Ich fahre mal hier ein bisschen vorsichtiger. Es ist heute irgendwie viel Verkehr unterwegs, oder? Eben bei uns an der Base, jetzt hier. Und das am frühen Morgen. Wir haben es erst kurz vor 8. Das ist also am Morgen, nicht am Abend oder so, sondern am Morgen. Gehen wir einfach mal hier looten. Vielleicht ist ja hier was drin. Ich glaube es zwar nicht, aber A0, okay. A0. Aha. Ja, wäre wahrscheinlich in der Nähe oder so, aber ich würde es wahrscheinlich eh nicht hinkriegen. Also alles gut. Die Nüsse habe ich auch keinen Bock drauf. Das lassen wir auch hier. So. Dann gucken wir mal hier.
Wir fahren aber nicht, glaube ich, zum Airdrop, oder? Wo sind wir überhaupt? Wir sind hier. Nee, bis ich da bin, ne? Das ist einmal hier die komplette Kreuzquer da. Nee. Nee, Airdrop ist heute nicht meins. Beim besten Willen nicht. Und außerdem ziemlich weit weg von da, wo wir hinwollen. Also von daher alles gut. Den gehen wir eher nochmal hier looten, gucken. Der Zombie ist ulkig, der bleibt einfach stehen und dem passiert nichts. Das ist doch... Ja, ist logisch. Jetzt kommt der natürlich angelaufen und der andere auch. Das ist so geil, echt. Und der nächste. Meine Güte, echt. Also das ist echt langsam ein bisschen blöd. Das wäre schön, wenn die Entwickler das mal irgendwie wieder hinkriegen. Also nicht nur, dass man immer so verdammt langsam aussteigt aus dem Auto. Du stehst mit dem Auto da, die Zombies reagieren überhaupt nicht. Und dann steigst du aus und hast plötzlich alle Zombies da. Das ist, ja, keine Ahnung. So, ich würde sagen, wir gucken heute einfach nochmal die Ortschaft hier durch und in der nächsten Folgerunde, keine Ahnung, was gehen wir denn mal ein bisschen vernünftig looten. Heute haben wir ja wieder so eine, ich sag mal, eher mistige Runde gehabt. Die jetzt nicht so wirklich toll war. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt hier nochmal looten. Ne. So. Geht ist alles nicht das, was wir suchen heute. Im Übrigen gerade noch mal gucken, 21 Schuss von 30, okay. Genau, und die Schussreihenfolge noch mal gucken. So, ja, dann sollte das hier jetzt so funktionieren. Aber wirklich viel ist ja eigentlich auch nicht da. Ist so eine kleine Ortschaft, wo man mal Glück hat, was zu finden, vielleicht. Ab und an ist in der Garage auch mal ein Auto, wenn man Glück hat. Ja, Gummistiefel, nein, danke. Aber das war es dann im Großen und Ganzen auch schon. Und ja, halt den ganz normalen Loot, den man hier so hat, braucht, kriegt, keine Ahnung. Den hat man natürlich hier auch und einen kleinen Rucksack. Und da lag ein Monsieur Zombie in die... Ja. Streichhölzer. So. Nö. Nichts Vernünftiges drin, dann hüpfen wir doch einfach mal wieder hier raus. Das hier ist die Garage, von der ich gesprochen habe. Wenn man Glück hat, ist hier mal was drin, also automäßig, aber
Ja, eigentlich eher weniger im Moment so. Das ist nö, hier ist auch nichts Vernünftiges Neues. Schrott brauche ich gerade nicht. Ne, die 27 Einheiten, weiß ich nicht, die nehmen. Finde ich zu viel Platz weg, denn lassen wir die lieber drin. Jo, das war voll der Scharfschütze, ne? Einmal vorbei, zweite Mal ja halb. Der trägt zwei Nadeln dabei, warum? Egal. Ein Sellerie. Und trägt mal den ganzen Sellerie hinein da, das ist doch ne? Naja, das Höschen, ich weiß nie so wirklich. Ja, ich komme ja schon. Kommen Sie her. So. Das Ding jetzt kurz und schmerzlos. Haben wir Glück mit gehabt. So, dann. Ich glaube, können wir jetzt eigentlich wegpacken. Ja. Ja, hervorragend. Ja, ich sage, hier ist eigentlich gefühlt gar nichts. Da können wir wieder hochlaufen. Das ist ja manchmal, wie gesagt, hat man ein bisschen Glück oder so, aber dann war es das wirklich auch schon. Dann laufen wir jetzt zurück zum Auto. Danach werden wir dann mal gucken bei Gelegenheit, dass wir dann die anderen Klamotten hinkriegen. Also man müsste vielleicht echt wirklich viel. Ja, wir sind eh schon überladen, aber deshalb funktioniert das wahrscheinlich auch gerade hier mit dem. Na, das ist mit der Geschicklichkeit. Oh Gott, Geschicklichkeit aufwerten, das wollte ich sagen. Das heißt, wir gucken jetzt mal hier oben. Hütchen Spinatsamen, okay. Nö. Nee, ich wollte hier nicht pinkeln. Ich wollte mich eigentlich hier hinlegen. Wir sind zwar heute nur bei 58 Minuten oder so, aber ich glaube, ja, wir haben heute nicht wirklich viel gemacht. Deshalb beenden wir jetzt heute einfach mal von hier aus, kommen wir auch nicht wirklich noch irgendwo hin, wo es weitergeht oder so. Wir überwintern jetzt hier, nein, wir übernachten jetzt hier und morgen geht es dann weiter. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich kriege dann trotzdem einen Daumen von euch. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir natürlich gerne auch ein Abo da. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin erstmal, ciao, der Falli.